Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Superland. Beim letzten Mal haben wir die drei Monde in unserer winzig kleinen Welt im Sandkasten in einer großen Welt eingesetzt. Und in der Zwischenzeit habe ich alle Gräber zerstört, weil wir haben ja auch ein Radar für unsere Gräber beim letzten Mal bekommen, wie man hier unten sieht. Und dabei habe ich noch ein paar andere Sachen entdeckt, die werde ich euch jetzt hier zusammengeschnitten präsentieren. Wenn euch das nicht interessiert, dann könnt ihr vorskippen bis zu ungefähr 8:30 und dann sind wir schon wieder hierhin zurück und dann progressen wir mit der Story weiter. Hui, hier habe ich vor Ewigkeiten auch vergessen, die Metallplatte zu entfernen. Und hier haben wir auch noch eine Kiste mit Schwertschaden plus 2. Stampfradius plus 50 cm. Regeneration plus 5. Und wir haben hier Kombo-Schaden plus 25. Ultra gut. Und hier haben wir noch irgendwas. Eine Kiste, eine große Kiste. Stampfradius, perfekt, wie geplant. Ah, und hier, nächste Kiste. Schwertkritische Schuss. Schaden, Lasserschaden plus 1. Schwertschaden plus 1. Hier in der Röhre ist anscheinend noch was, wenn ich das richtig verstehe. Oh ja, das sieht gut aus. Oh Gottes Willen, wohin geht das hier? Ist das Kot? Das ist ein Stein. Und ganz vielleicht, ja, ist hier oben auf dem Schwert auch noch eine Kiste drauf. Mit Geld, okay. Aber hier unten auf so einem Griff war doch auch noch was, oder? Ja, auf beiden Seiten, was zur Hölle? Hier haben wir noch was. Schwertschaden. Und hier haben wir was? Schwertkritische Schussschwert. Oh Gott, ist dieses Kind unheimlich. Oh Mann. Hier ist auch eine Kiste versteckt. Mit maximale Münzen mal 2. Alter, krass. Schwertschaden plus 1. Ja, danke. Schwertschaden plus 2. Auch eine Kiste. Geld. Kann ich mich hier durch... Ah ja, hier kann ich mich reinschießen. Das ist gut. Und hier ist eine Kiste drin. Mit... Was? Force Cube Stampfer. Hä? Stampfe auf den Force Cube, um eine größere Explosion zu erzeugen, die viel Schaden macht. Sehr gut, wenn man von Gegnern umzingelt ist. Oh, das ist cool. Warte. Ah! Das habe ich auch für ein Rätsel gebraucht. Da stand, hey, du kannst das noch nicht lösen, weil du zu blöd bist. Aber jetzt... jetzt soll das gehen. Genau, jetzt mache ich hier so einen Kubus hin. Und dann stampfe ich hier. Und dann werden alle gleichzeitig aktiviert und dann kann ich da raus. Aber wie wäre ich hier normalerweise reingekommen? Oder war das schon die richtige Lösung? Ah, und hier ist auch noch eine Kiste. Mit bis um 5. Und hier, bei dem Typen, der hier drin rumgeschrien hat, hatte ich so ein Rätsel, was ich nicht lösen kann. Ah, und meine Stampfangriffe, zack! Können wir das jetzt lösen? Und jetzt öffnet sich da eine Kiste und was ist da jetzt drin? Stammschaden plus 33%. Gott sei Dank. Ansonsten hatten wir hinten noch eine Stelle, bei welcher wir jetzt endlich, dadurch, dass ich so viele Geheimnisse gefunden habe, die Röhre öffnen können. Und ich bin da richtig gespannt, wohin das führt. Ist das jetzt ein neues Secret Area oder sowas? Oh, Gottes Willen, okay. Hier ist ein Amboss. Ich bin voll. Ich hab 1820 Münzen und ich habe nichts mehr, was ich mit denen machen kann. Und hier, was macht der Knopf? Was löst der aus? Aktiviert der die Trampoline? Ja, zumindest eins. Achso, und hier muss ich mein Force Cube drauf machen. Da sind die beide aktiv. Heißt, wenn ich jetzt... Nee, wenn ich hier einen Schuss reinmache, dann wird er ja reflected und kommt gelb zurück, oder? Ja, da kommt gelb zurück. Da muss ich dahin die Farbe schießen und da die hier. Haben wir alle gleichzeitig... Ja, wir haben alle gleichzeitig aktiviert. Ich musste alle Farben gleichzeitig aktivieren. Hallo, du hast alles, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Okay, das ist ja richtig spannend, was hier gerade abgeht. Da geht nachher die Tür auf. Ah, kann ich mich da reinporten? Okay, und hier kann ich jetzt wieder den Stampfangriff machen. Wodurch sich... Wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Irgendwo was geöffnet hat. Aber ich weiß nicht wo. Hier, ich muss zurück. Hier, ich habe es rausgeschafft. Oh Gott sei Dank, ich habe gedacht, ich bin ja jetzt für immer gefangen. Und was bekomme ich jetzt dafür? Vulkanversiegler! Hä? Leg dein Force Cube in ein Höhlenloch und stampfe auf ihn, um das Loch für immer zu versiegeln. Nein! Ich habe die ganze Zeit Gräber zerstört, weil ich gedacht habe, das ist das Letzte, was ich machen muss. Aber ich wette, für die 100% muss ich jetzt auch alle Vulkanlöcher versiegeln. Hier, wir sind gerade bei 84%. So, und jetzt habe ich den versiegelt. Ich bin immer noch bei 84%. Ich schließe mal kurz welche. Laserschaden plus 1. Okay. Ja, ich habe jetzt bestimmt 30 von den Dingern geschlossen. Und es ist keiner... Und ich habe keinen Prozentpunkt dazu bekommen. Hier,
Ich habe was vergessen. Feuer verbrennt Holz. Und dadurch kann ich dieses Holzgebäude da drüben verbrennen. Und dadurch plötzlich hier rein. Zur Kiste. In der ich... Halbe Abklingzeit für das Ding bekommen. Das wäre richtig gut. Oh, was zur Hölle. Richtig nice. Hier oben hinter dem Ampelhaus kann man, glaube ich, auch noch... Ja, kann man hier hinten rein. Zack. Und hier bekommen wir... Schaden mal 2. Ah, jetzt mache ich hiermit nochmal mehr Schaden. Maximale Gesundheit plus 5. Und die andere große Sache, ihr erinnert euch ja noch vielleicht, mir wurde von einem Hacker erzählt, welcher sich unter einem großen Stuhl befindet. Und oh, was ist da? Ist das etwa der große Stuhl, bei dem der Hacker ist, bei dem ich helfen muss mit seinem Rätsel? Der hat Probleme mit seiner Festplatte und jetzt mache ich einfach meinen Magnet an und lösche seine ganze Festplatte. Das war's schon. Verdammt, dieses Rätsel ist echt schwer. Oh, was ist jetzt? Hä? Du willst hier rein? Lass mich mal auf... Ach so, Festplatte? Ja, wartet. Verdammt, dieses... Oh, okay, er hat mich jetzt irgendwie durchgelassen. Ich war hier schon mal. Ich war hier schon mal, aber irgendwie habe ich es komplett verpeilt, dass ich hier schon mal war. Deswegen aktivieren wir das jetzt hier und dann passiert was? Ah, dann fährt das hin und her. Das ist klar. Ich denke, ich muss es aktivieren. Dann mit meiner Magnetfähigkeit. Hallo? So, naja, ich kann ja auch einfach irgendwie so hier hochkommen. Das ist auch kein Problem. Irgendwie habe ich das Rätsel nicht ganz verstanden, aber ich habe gemeint, das ist mit meiner Blaster Splash Damage? Was ist Blaster Splash Damage? Der Projektil deines Blasters haben nun Splash Damage mit einem Radius von 3 Metern. Was? Wie krass ist denn das? Naja, ich denke mal, am Ende muss ich gegen einen Boss kämpfen. Heißt vielleicht, ist es gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt alles nochmal aussammle. Und eine weitere Sache, bei der ich mich ein bisschen blöd angestellt habe, muss ich jetzt im Nachhinein gestehen, ist hier, außerhalb der Map, wir haben ja da drüben den Thronsaal, den blauen. Ihr habt gemeint, Maudado. Ja, und ihr habt auch vollkommen recht. Das ist doch aus Holz und an Holz kannst du dich doch entlanghangeln mit deinem Enterhaken. Und ja, mein Gehirn ist anscheinend nicht das Beste. Ha, übrige Gräber, hä? Ach, ich sehe, wie viele Gräber es noch gibt. Ich habe noch nicht alle zerstört, aber wir kennen ja auch noch nicht alle Gebiete. Ist hier noch irgendwas? Radar, Radar, gib mir Bescheid. Okay, anscheinend nichts. Alles klar. Stellt sich mir gerade die Frage... Nee, das Goldfass kann ich nicht hochklettern. Das wäre aber auch zu lustig. Aber hier oben, neben dem Thronsaal, kann ich anscheinend noch irgendwas machen, oder wie? Ja, hier ist irgendwas. Geld, das ich nicht brauche. Ich hätte gern... Ah, da oben ist die Kiste, die ich brauche. Was kriege ich am Ende der Welt ultra versteckt? Regeneration plus 5. Das Beste, was es gibt. Gottes Willen. Positioniert er sich immer um oder was macht der? Okay, bedeutet, ich habe jetzt eigentlich alles geschafft, was ich erkunden wollte. Heißt, wir können jetzt wirklich ins neue Gebiet gehen. Da ist es, das neue Gebiet. Wir haben da hinten ein Tor, für das wir einen Superball brauchen. Hier ist eine Torröhre und wenn ich das richtig sehe, da oben muss man, glaube ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die Verbindung einmal unterbrechen. Und wenn ich die Verbindung unterbreche, vielleicht mit dem Schuss. Ah ja, mit dem Schuss kann ich es unterbrechen. Dann bekomme ich den Supraball. Und mit dem Supraball kann ich jetzt durch das Ding da schießen und dadurch verfehlen. Oh, ja, und dadurch werde ich geschossen. Ah, wie gut. Okay, das wäre wirklich die Lösung. Unter dem letzten Video habt ihr in den Kommentaren gemeint, dass ich, oh Gottes Willen, doch mal wieder ein bisschen über Umzugsthemen reden kann. Das Problem, warum ich das gar nicht mehr getan habe, ist, dass ich eigentlich nichts mehr zu erzählen habe. Wie gesagt, meine Umzugsfähigkeiten sind eingefroren. Ich bin komplett unentschlossen, was alles angeht. Ich wollte mir eine Küchenmaschine kaufen und einen Reiskocher. Und selbst das habe ich nicht mehr hinbekommen, weil ich saß dann quasi vor dem Kaufen-Knopf und habe mich gefragt, brauche ich das wirklich? Und genauso ist es eigentlich auch mit allen anderen Sachen. Hallo? Ach so, das war nicht schwer genug. Das muss schwerer sein. Aber ich kann mich doch auch einfach hier durchbrechen, oder? Ah, nee, kann ich nicht mal. Ja, dann muss ich noch irgendwas sammeln. Zum Drauflegen. Beziehungsweise, ich bin doch auch ein bisschen blöd. Ich habe doch zwei Sachen, die ich drauflegen kann, oder? Nee, hä? Das wiegt nur 40. Naja, eigentlich will ich schon einen Reiskocher und eine Küchenmaschine, aber das Problem ist dann, welche kaufe ich mir, Leute? Welche kaufe ich mir? Also, wenn ihr da Tipps habt, Tipps sind immer willkommen. Komm schon! Ja, sehr gut. Okay, hier oben ist... ein Rohr versteckt. Und durch das Rohr kann ich mich durchbohren, oder? Geht das? Zack. Hä? Und wo bin ich jetzt? Hallo?
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte irgendwas geskippt. Das wirkt alles nicht richtig auf mich. Hier, ist da was versteckt? Nee. Okay, wir brauchen hier einen Superball, soweit ich das verstehe. Den müssen wir da reinlegen. Und dann kommen wir weiter und den Superball bekomme ich aus diesem Rohr da hinten, denke ich mal. Oder hätte ich einen Superball mitnehmen müssen? Okay, okay. Hätte die Gegner droppen auch gar kein Geld mehr, weil ich voll bin oder warum? Oh, und Rechtsklick ist ja jetzt mittlerweile ultra OP, dadurch, dass ich da diese ganzen Upgrades drauf habe. Also es ist ultra krass. So, okay, was muss ich hier machen? Habe ich irgendwas falsch gemacht im Vorhinein? Ah, hier, ich leg da einfach ein Dings drauf und dann kriege ich einen Superball. Oh nein, und er fällt in die Lava rein. Nein, bleib doch da, kleiner Ball. Ich weiß, was ich machen muss, ich weiß es. Ich leg hier einfach, hier, ich leg da einfach die Kugel hin, drück den Knopf, mach Rechtsklick und... Oh, komm schon. Ja, wir haben den Superball. Warte. Nee, ich kann gerade nicht kämpfen, ich habe gerade einen Superball ausgerüstet. Ich muss ihn erst hier ablegen. Hier, einmal ablegen. Ja, super gemacht. Und dann können wir euch töten. Alles gut. Ja. Ansonsten kann ich ja noch sagen, was sich so geändert hat in der Zwischenzeit. Also, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Erstens, die Wohnung ist größer, heißt es schwieriger, sie... Hä? Ich soll einen Kubus durchschicken? Sauber zu halten? Da oben ist auch irgendwas. Ah, jetzt ist er da oben. Aber warum? Ist da eine unsichtbare Wand? Ich glaube, das ist eine unsichtbare Wand, Leute. Weil normalerweise würde es höher fliegen. Ja, das ist eine unsichtbare Wand. Was zur Hölle? Sonst könnte ich da hochschweben. Durch die Röhre kann ich auch nicht, oder? Nö, ich kann da nur meinen Kubus durchschicken und dann landet der da oben. Ich bräuchte halt noch was Zweites, weil eigentlich kann ich das hier anziehen. Aber ich bräuchte eine zweite Verbindung und der Winkel stimmt nicht. Vielleicht ist ja noch irgendwo was aus Holz. Hier schließen wir erstmal die Vulkane. Ah, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Mir ist ein Geistesblitz gekommen. Roll, kleine Kugel, roll da rein. Dann nehme ich den Superball auf. Dann porte ich mich da rein. Hey, ja, dadurch ist die Wand hier weiter unten. Oh, da fehlt der Block. Upsi. Ja, nee, ich brauche den Tipp nicht. Das sind anscheinend Tippmenschen, die auftauchen, wenn man nicht weiter weiß. Und dadurch, dass die Türe unten ist, kann ich hier hochlaufen. Und dadurch... Kann ich jetzt was? Ach so, dadurch kann ich da wieder reinschießen. Oh, ich hoffe, im letzten Gebiet, ich habe das irgendwie geskippt. Ich glaube, das war nicht so gewollt, dass ich da nichts Krasses übersehen habe. Ha, so, wo bin ich? Was mache ich hier? Was bist du? ist es ein lila Jesus? Hallo? Und, hä? Ja? Muss ich hier folgen? Ich würde mich hier gerne umsehen. Mein Radar schlägt nämlich aus. Okay, folgen wir dem lila Jesus. Ist das Zombie? Ne, komm doch her! Komm doch her, Zombie! Renn nicht weg! Das heißt ja, dass es noch lilane gibt. Es gibt blaue und rote und das lila ist die Mischung. Das ist die Friedensnation. Hallo! Okay, du hast mich. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Er, mein Vater, hat all diese Rätsel gebaut, damit mich niemand finden kann. Was ist mit seinem Gesicht? Oh, das ist ja lustig. Ich will mit diesen farbbesessenen Schwachköpfen nichts zu tun haben. Mr. Miracle nennen sie mich. Oh, du bist Mr. Miracle. Von dir kommen die ganzen Fähigkeiten. Was behaupten die nochmal, was ich getan habe und wie ich aussehe? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gedacht, mit Mr. Miracle wäre ganze Zeit das Kind gemeint, was mit uns spielt. Oh, du bist gar nicht hinter mir her? Ihr habt kein Wasser? Ich weiß warum. Ihr habt... Oh Gott. Du suchst nach dem furzenden Fleischklops da drüben? Er sitzt in der Mitte des Flusses. Was? Hä? Er macht ganz schön Lärm. Komm, ich zeig ihn dir. Was für ein furzender Fleischklops. Hallo? Das ist Kacke. Meinst du Kacke? Der ekelhafte Klops ist dort drüben, in der Mitte des Flusses. Nimm dich ihm ruhig an. Okay. Ich würde ehrlich gesagt gerne wissen, wohin diese Röhre führt. Warte. Wir gucken erstmal, wohin diese Röhre führt. Damit ich Bescheid weiß. Und jetzt werden wir was machen.
Bevor wir zum Fleischdings gehen oder was auch immer, gehen wir hier nochmal zurück, weil hier habe ich, um Gottes Willen, 100 pro irgendwas verpasst. Ja, da habe ich irgendwas verpasst. Unter anderem glaube ich, ich höre es die ganze Zeit piepsen. Ja, hier. Hier piept es irgendwo in der Richtung. Eine Kiste. Und ich will hier alle Kisten nehmen, denn wir sind jetzt, was, 2? Schaden mal 2! Wir sind jetzt bei 88%. Und jetzt kann ich endlich Metall schmelzen. So, was habe ich hier verpasst? Ich frage mich gerade, ob eine lila Kugel schwerer ist als eine normale Kugel. Weil ich muss hier ein bestimmtes Gewicht drauflegen. 37. Und die normale Kugel wiegt wie viel? Auch 37. Nein, 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 nein. Ich habe das komplett falsch verstanden. Ich habe das falsch interpretiert. Und zwar lege ich die Kugel hier drauf. Dann schieße ich die Kugel darüber. Genau. Sobald die durchgeflogen ist und gefärbt, drücke ich den Knopf. Dadurch wird es gefärbt, meine Kugel. Dadurch wird sie aber auch geschubst und ich lande hier drin. Ah. Hä, und jetzt? Hä? Hier ist nix. Hä? Okay. Ach so, okay, 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 okay. Ich brauche da die weiße Farbe. Deswegen muss ich da rein. Da drin sind ja Blümchen. Heißt, ich kann das jetzt weiß färben. Dadurch kann ich den Ball hier färben. Und zwar in weiß. Und mit dem weiß... Nee, Superbär, da kann ich nicht weiß färben. Dann halt eben die Kugel. Oh, und wenn ich die jetzt da durchhalte, nach oben, dann sollte das doch gehen, oder? Hier, Nein, ich habe sie rot gefärbt, dadurch, dass ich gegengeschossen habe. Das ist doch Holz, oder? Ja, da kann ich hoch, okay. Alles klar. Ja, und ansonsten, ich habe mir so einen Pflanzenkübel und Tomatenpflanzen geholt. Und die wollte ich eigentlich anbauen, aber dafür ist, glaube ich, noch... Hopp. Haben es geschafft? Habe ich irgendwas ausgelöst? Ach so, das habe ich ausgelöst. Hä? Und dann komme ich hier durch. Okay, alles klar. Hä? So, dann könnten wir jetzt eigentlich weitergehen und den Endboss, ich nehme mal an, dass es der Endboss ist, bekämpfen. Allerdings würde ich davor gerne noch, da wir jetzt Metall schmelzen können, zurück zu unserem Anfangdorf. Denn die Möglichkeit, komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, er schmilzt! Endlich diese Kiste hier zu looten, die lasse ich mir nicht hingehen. Was kriege ich hier? Heiliger Blaster! Heiliger Blaster? Dein Blaster kann jetzt Steingräber zerstören. Oh, sehr gut. Und wir haben ja auch die Challenge hinten geschafft. Und dann hatte ich hier allerdings keinen Blaster, um dieses Metallfass hier rauszuholen. Metallfass, dieses Goldfass, mit dem wir jetzt zum Shop zurückgehen können. Und dann haben wir endlich das letzte Fass abgegeben. Komm schon, dafür kriege ich doch bestimmt was Ultra-Nices. Was ist das hier? Zufriedenheit! Oh, danke. Viel Geld und Backtracking versetzen dich in die Lage, dir Zufriedenheit zu kaufen. Oh, was? Das macht ja wirklich was. Ich habe gedacht, es wäre ein Joke. Aber guck mal, wie hoch ich jetzt springen kann. Was zur Hölle? Ich habe gedacht, es wäre ein Witz. Okay, es gibt noch eine zweite Stelle, bei der ich weiß, dass Metall irgendwo war. Aber damit beenden wir auch die Folge. Beim nächsten Mal gibt es dann tatsächlich das Finale. Ich denke die ganze Zeit schon, wir sind so nah am Finale. Aber beim nächsten Mal gibt es dann das Finale. Und die 100% vielleicht auch. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.